So, und weiter geht's mit unserem Projekt. Wir entwickeln einen Fahrradrahmen. Wir haben jetzt endlich alle Rahmenbauteile am Start. Es gab natürlich mal wieder Verzögerungen und aufregende Zwischensachen. Coronavirus hat jeder mitbekommen. Das hat natürlich auch unsere Lieferkette ein wenig durcheinander geworfen. Wir hatten eigentlich ungefähr vor einem Monat mit den kompletten Frästeilen, Beistellteilen zum Schweißen gerechnet. Allerdings ist das natürlich nicht passiert. Unser Lieferant in Asien hat ungefähr 2, 3 Wochen Verzögerung gehabt, weil die natürlich auch eben nur mit halber Kraft gearbeitet haben etc. Und dann lagen die Sachen noch im Exportzentrum, ich glaube fast 12 Tage rum. Jetzt ist aber heute gerade alles gekommen. Ich checke jetzt die Qualität und dann gebe ich die Sachen gleich morgen in die Post per DHL ab zum Rahmenbauer und dann wird geschweißt. Dann kommt die V3 endlich auf die Trails. Ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, Steuerrohr hatten einige schon gesehen. Neue Kabeleingänge. Da geht es direkt durch Steuerrohr rein. Damit kriegen wir das Unterrohr noch ein bisschen steifer und insgesamt die Optik ein wenig cleaner. Das ist unser Gusset. Ihr erinnert euch ans letzte Video. Da haben wir euch kleine Ausschnitte aus dem FEM gezeigt und wie wir jetzt darauf gekommen sind, dass dieses absolut winzige Teil, was gerade mal 11 Gramm wiegt, aber komplett bis ins Letzte durchoptimiert ist, unsere Lebenserwartung von dem Rahmen um 900% verbessern soll. Ja, irre, ne? Man kann es kaum vorstellen, aber das ist wirklich Engineering. So geht das hier außen. Ziehen wir etwas dicker, hier haben wir ein bisschen gespart und da wird die Last perfekt verteilt. Ich kann euch das mal so an so ein Steuerrohr dran halten vielleicht. Dann sieht man es noch schöner, wie das Ganze gedacht ist. Das wird dann in etwa hier so dran sitzen. Hier sind Ausfallenden drin. Auch da gab es noch mal eine ganz kleine Detailverbesserung. Und zwar bin ich ja auch ein großer Fahrer und ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit, dass meine Hacken hinten eben geschliffen haben, Schleifspuren verursacht haben. Nicht wirklich störend beim Fahren, aber du siehst dann halt eben Verschleißspuren, das ist einfach nicht so sexy. Jetzt haben wir hier so ein bisschen so Offset nach innen gemacht, gehen 3 mm nach innen. Das Teil war vorher etwas anders geschwungen. Kann ich mal eben zum Vergleich dieses Teil hier mal zeigen. Man sieht schön, dass es eben hier an der Hacke noch mal ein bisschen weiter nach innen geht, also 3 mm mehr Hackenfreigang. Verpackung können wir auch noch mal mit unseren Lieferanten ein bisschen durchgehen und versuchen, da für die Serie tatsächlich weniger Plastik zu verwenden. Ne? Also wir machen das ja mit unseren Produkten, die wir verschicken, die kommen ja alle komplett in Papier. Aber teilweise ist es mit den Lieferanten einfach noch ja, schwierig. Man muss die da hinführen. Man muss wirklich denen ins Gespräch gehen und sagen, hey, hör mal hier, so ein bisschen Papier drum und dann ein bisschen eine Lage Packpapier. Reicht doch auch vollkommen. Ne? Was soll die ganze Noppenfolie? Die können wir dann zwar wieder zum Ausfüllen benutzen, aber wow, sieht das geil aus, oder? Sieht das geil aus, das Teil. Einfach nur der Hammer. So, was haben wir hier noch verbessert? Ganz kurz mal. Hier haben wir noch eine kleine Kehle reingemacht, damit die Schweißnaht schöner geführt wird. Hier gibt es jetzt so einen leichten Schwung nach vorne. Damit werden wir noch organischer und kriegen die Kante hier. Ich halte da mal so ein Rohr rein zum Spaß. Wenn ich jetzt hier schnell eins gezogen kriege. Wow, ja, there you go. So, guck mal hier. Da geht das dann mit dem Unterrohr so zusammen und die Ecke haben wir eben halt auch noch mal ein bisschen, ja sag ich mal, einfach eleganter gestaltet. Da gibt es noch mal etwas weniger Kerbwirkung, hatten wir zwar kein Problem, aber man weiß ja nie. Und wenn man schon mal dran ist, dann kann man auch Details verbessern. Dann hatten wir euch im 3D-Modell ja schon gezeigt, hier gibt es diese ganz kleine Zunge. Damit kriegen wir eben den Stress aus dieser Kehle raus, haben so quasi so ein eingebautes Gusset. Ganz elegante, minimalistische
Konstruktion. Von hier sollten es eigentlich so 6 bis 7 Wochen sein, bis ich hier dann wieder komplett fertige Rahmen angeliefert bekomme. Und dann wird wieder montiert und dann geht es wieder auf den Prüfstand. Und vor allem werden erstmal 20 Leute in den Genuss kommen, dieses Bike testen zu dürfen und für uns testen zu können. Und wir sind super dankbar dafür, dass so viele Leute uns in dieser frühen Phase das Vertrauen schenken. Und ja, sehr geil. Ich bin motiviert, ich habe Bock und wir schaffen das. Wir kriegen das Ding bis zum Ende dieses Jahres auf jeden Fall auf den Markt. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr optimistisch. Tschüss und bleib gesund, ja?